Lkw sind in Deutschland zugelassen. Sie verstopfen Rastplätze, nerven Pkw-Fahrer. Die Kapitäne der Landstraße wurden längst zu Terminsklaven auf der Autobahn. Zeit, die Fahrer kennenzulernen. Hardy Faber fährt Schwerlast seit vielen Jahren. Ihn kann nichts mehr schocken. Wahnsinn, wa? So leben wir. So leben wir. Zusammen mit den Ratten. Stiefel, Schutzausrüstung, damit uns die Ratten nicht beißen. Hardy Faber darf mit seinem sperrigen Koloss erst ab 22 Uhr fahren. Sein Schlafplatz direkt neben den Ratten. Aber schlafen geht eh nicht. Hardy hat ein Problem. Hinter dem Zwillingsreifen tropft Öl auf den Boden. Ein Hydraulikschlauch des Schwertransporters ist geplatzt. Die meisten Kollegen rufen in solchen Fällen einen Servicedienst. Hardy macht das selbst, wie fast immer. Mit seinem Laster bewegt er die ganz dicken Dinger. Baukräne, Bagger, Windkraftanlagen. Da ist er. Wie passiert sowas? Ermüdung. Das ist reine Ermüdungserscheinung. Schläuche. Jeden Tag Druck drauf, irgendwann werden sie müde. Hardy hat in der ehemaligen DDR Landmaschinenschlosser gelernt. Er ist ehrgeizig. Er kann eigentlich alles. Ich habe was anderes Anständiges gelernt. Und das mit den Jahren hast du das ebenfalls verfeinert. In der Schule hast du nichts gelernt, aber bei der Arbeit, da lernst du was. Die Hydraulik muss stimmen bei so einem Monstrum. 130 Tonnen schwer und 30 Meter lang. Manche heben die ja so. Manche heben die ja so auf, aber das schaffe ich nicht. Der Reifen wiegt 75 Kilo. Doch, schaffe ich doch. Der halbe Nachmittag geht dabei drauf, von wegen Ruhezeit. Und die Nacht mit 500 Autobahnkilometern kommt erst noch. Die Nacht zum Tag machen, das musst du zuerst lernen, wenn du Schwertransporte fährst, sagt Hardy. Es ist zwar verboten, aber Hardy fährt ohne Schuhe. Ich fahre ohne Schuhe, ja. Weil das ist ein Arbeitsplatz, müsste ich eigentlich Arbeitsschuhe anziehen. Und wieder 8 Stunden fahren mit richtiger klobiger Fuß. Und in der Haltung, in der Stellung, sozusagen, dann tut irgendwann mal was weh. So sagt die Berufsgenossenschaft. Aber ich fahre seit Jahrzehnten ohne Schuhe. Solange wie ich Lkw fahre, fahre ich immer ohne Schuhe. Wenn die anderen schlafen, irgendwo auf Parkplätzen, auf Stand- und Einfädelspuren, beginnt Hardy mit seinem Schwertransport die Nachtschicht. Den Begleiter immer im Schlepptau. Hardy fährt Mähdrescher, Kräne, Windflügel oder wie jetzt einen Bagger. Der muss von einer bayerischen Firma zur Verschiffung nach Bremerhaven kutschiert werden, quer durch Deutschland. Barfuß, versteht sich. Zwischen 2 und 4 Uhr ist tote Hose auf der Autobahn. Hardy kämpft gegen Müdigkeit und manchmal auch gegen die Schwermut. Du hast viel Zeit zum Nachdenken. Und manchmal wird man eben halt auch depressiv. Manchmal ist das wirklich die ganze Fahrerei zum Kotzen. Das ist so anstrengend, nachts jetzt durch die Gegend zu fahren, hat man eben halt mal Zeit. Und dann fährt man stur hinter ihnen hinterher, weil er nicht schneller ist. Ich kann nicht schneller, ich kann nicht überholen, ich will auch nicht überholen. Weil dann fährst du am Parkplatz vorbei, die schlafen alle. Das ist alles so irgendwo deprimierend. Haufen Laster stehen da und schlafen. Und du treibst da draußen rum. Glücklich ist, wer einen legalen Parkplatz ergattert hat. Ein Riese wie Hardy hat morgens um 6, wenn seine Lenkzeit abgelaufen ist, oft keine Chance mehr. Hardy versucht sein Glück in einer Nothaltebucht, mitten im norddeutschen Nirgendwo. Er muss aufhören. Sein Begleiter hilft ihm in die kleine Lücke. Es war höchste Zeit. Nicht nur, weil nach 6 Uhr kein Schwerlaster seiner Größe mehr fahren darf. So, Feierabend. Und wie geht's jetzt? Schissen, bin müde. 16 Stunden Pause, hier, ohne fließend Wasser und Toilette. Ich stehe ohne Jano oder sowas. Ich stehe auch lieber Jano, wo ein Klo ist oder so. Aber ist alles voll. Hast du ja nichts. Erich Altmüller, der Termintracker aus der Pfalz, morgens um 4:30. Noch steckt Erich in einem Industriegebiet im belgischen Ostende. Er liegt einen halben Tag hinter seinem Wochenplan. In 10 Minuten ist seine Ruhezeit abgelaufen. Dann beginnt seine Aufholjagd. Gerade noch ein bisschen Zeit für die Körperpflege. Katzenwäsche am Morgen. Aber besser als gar nicht gewaschen. Rückblick. Erich hat geträumt. Vom Stress der vergangenen Tage, von den Gefahren auf der Autobahn und von seinem zwiespältigen Verhältnis dazu. Das nervt einfach. Naja, ich brauch das. Ich brauch das Kribbeln.
Der Stress in Dortmund und Ostende, Zeitverlust und Glück. Der Druck und der ganze, es ist jetzt alles weg. Ich werde leer. Ne? Jetzt guck dir das an. Das Theater mit dem Navi. Halt's Maul. Ich hasse diese verfluchte Navi. Denn... Das hat ihn fertig gemacht. Dazu Staus und Unfälle, die sein Wochenende gefährden. Und dann muss ich meine Frau anrufen und muss sagen, blas die Familienfeier am Wochenende ab. Ich komme nicht nach Hause. Ist schön, trotzdem ist es hässlich. Wenn man Heimweh hat oder wenn man an die Frau denken muss, an die Kinder und dann zu Hause. Frühstück, noch 5 Minuten, dann beginnt die Jagd in seinem Allzwecktrack. Das ist also mein Lebensraum. Tagsüber der Arbeitsplatz, morgens die Küche und nachts eben das Schlafzimmer. Ne? Käfighaltung nennt er es gelegentlich auch. Und das seit 43 Jahren jetzt. 7 Millionen Kilometer hat er auf dem Buckel. Doch bei allem Ärger ist er von diesem Job nie losgekommen. Das war einfach als Kind mein Traum, weil ich aus einer Fuhrmannsfamilie stamme. Mein Großvater war schon mit Pferden Fuhrmann. Und ich bin eigentlich mit Diesel im Blut geboren worden. Ich war also als Kind im LKW mitgefahren, im LKW groß geworden und alt geworden. In 4 Monaten geht Erich in Rente. Dem Termin fährt er nicht sehr freudig entgegen. Dazu liebt Erich das Leben auf Achse viel zu sehr. Auch wenn er schon so manche Krise bewältigen musste. Und obwohl das Leben auf der Autobahn immer gefährlicher wird. Das ist die sogenannte Warschauer Allee im Fahrerjargon. Hier fährt alles durch, was aus Osteuropa kommt. Und Richtung Niederlande, Rotterdam, fährt hier die A2. Die berüchtigste Autobahn und die gefährlichste. Also meiner Meinung nach auch die gefährlichste Autobahn. Wieder Stau, wieder Nervosität, wieder der bange Blick auf den Wochenplan. Für die Planer in der Firma ist das ganz einfach. Am Computer ist die Straße immer frei. Das ist die Rechnerei wieder im Kopf, ob das überhaupt hinhaut, ob das passt. Oder bei der Disposition passt das am Rechner, am Computer, am Routenplaner. Da passt das. Aber die Einflüsse durch Staus, durch Verzögerungen, die sind, erkennt kein Computer, keiner. Und das sind natürlich, das ist das Ungewisse in diesem Beruf. Man weiß nie, wo man am nächsten Tag ist. Erich hat danach auf die Tube gedrückt, ist richtig ins Schwitzen gekommen. Millimeterarbeit. Er ist schon wieder im Ruhrgebiet. Glück und Können. Der Termintracker ist perfekt durchgekommen. Erich hat die Baustellenbereiche erfolgreich umfahren. Er ist stolz auf sich, weil er fast pünktlich beim Kunden ist. Aber jetzt lassen Sie ihn einfach stehen. Keiner hat Zeit zum Abladen. Und die Zeit läuft und läuft und läuft. Die Zeit läuft gegen ihn. Und ist uneinholbar. Das holt man nie wieder ein, was man versäumt. Über den Ärger vergisst er sogar das Essen. Ja, das nervt auch für alle Dinge. Man muss sich ja mal vorstellen, ich gebe mir Mühe, dass ich pünktlich bin. Dann bin ich pünktlich hier und dann warten. Doch dann, wie auf Kommando, stürzen sich alle auf Erichs Ladefläche. Nach 2-stündiger Wartezeit werden seine Supermarktprospekte abgeladen. Doch trotz aller Hektik und Betriebsamkeit, die 2 Stunden werfen Erich weit zurück, setzen ihn erneut unter Druck. Jetzt müsste er eigentlich schon beim nächsten Kunden sein, 100 Kilometer weiter. Doch das interessiert hier im Lager niemand. Und gegessen hat Erich immer noch nichts. Nein, essen wird heute nichts. Ich muss jetzt erst die neue Ladung aufnehmen, und weil ich die muss ich noch mal entladen. Und das muss jetzt erst passieren. Sonst, sicher habe ich Hunger. Nur das muss jetzt hinten anstehen, sonst klappt die Tour nicht mehr. Ne? Bonjour, Tristesse. 10 Meter neben der Autobahn versucht Hardy mit seinem Schwertransporter die Zeit rumzukriegen, bis er um 22 Uhr wieder weg darf. Er hat nur kurz geschlafen. Zu laut hier, sagt er. 9 Stunden hat er noch bis Schichtbeginn. Was macht man da mitten in der Pampa? Nicht Langeweile vertreiben, Autopflege, Fernseh gucken, Internet, telefonieren. Und hier gibt's keine Toilette, kein Wasser, Zähne putzen, wo passiert das? Du machst du, weil du ein Begleitauto hast, fährst mit dem Begleitauto zur nächsten Raststätte. Die sind jetzt 3 Kilometer weg und dann wieder hin und her fahren. Das Wasser haben wir ja alles da. Toilette eben morgens. Dann nachher noch mal kurz, bevor wir losfahren. Und dann pinkeln kannst du hier draußen. Wenn das Wetter gut ist, können sie auch draußen kochen. Hardy hat im Laufe der Jahre gelernt, wie man unterwegs satt wird.
Auf dem Tacker-Einheitskocher brutzeln sie öfter mal die unvermeidlichen Bratwürste. Mal heller, mal dunkler. Hast du Salz und Pfeffer da? Hardy mag es gar nicht, wenn sowas zur Tacker-Romantik verklärt wird. Das ist ganz pur, ganz normales Arbeitsleben. Das ist normales Arbeitsleben. Anhalten, schlafen, essen, weiterfahren. Die Möglichkeit da ist, zum Essen gehen, nutzt man die, wenn nicht, macht man sowas. Fernfahrromantik. Irgendwo alleine, aber nicht mit sowas hinten dran. Das ist keine Romantik. Die letzten 100 Kilometer nach Bremerhaven haben es dann in sich. Sie müssen wegen einer Baustelle einen großen Umweg über Hamburg fahren. Sie sind zu breit für die Fahrspurverengung. Eine Stunde Zeitverlust. Und dann verfransen sie sich auch noch. Hardy und Thomas verlieren die Orientierung. Ja, so scheiß ausgeschildert. So blöde. Vorhin Bremen haben wir nicht übersehen, vorhin in andere Richtung. Das ist ja die einzige Möglichkeit gewesen jetzt, ne? Ja, das war's gewesen, aber da war nichts anderes. Hardy ist mit seinem Bagger gewaltig auf Abwägen. Diese Strecke steht nicht in ihrem Plan. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ja, Mittstadt. Wie weit bis zur Autobahn? Weit jetzt 2,7 Kilometer bis 1. Für die Durchfahrt durch diese Ortschaft haben sie keinerlei Genehmigung. Sie sind viel zu breit und bräuchten eigentlich Polizeibegleitung. Sie müssen schnell wieder auf die Autobahn. Solche Sachen passieren fast jede Nacht. Bei mir ist das Ziel, jeden Tag heile über die Straße zu kommen, ohne dass da großartig was passiert. Das ist mein Ziel, was ich jeden Tag habe. Ein bisschen mit Spaß und Humor bei der Arbeit zu sein, macht schon die ganze Sache sehr angenehm. Aber ich kann ja nicht die ganze Tat durch die Gegend grinsen, das geht immer auch nicht. Man hat ja auch eben halt um andere Sorgen und andere Probleme, die man eben halt mit sich selber ausmachen muss. Kai Jakob, der Trucker auf Freiersfüßen, der Autotransporter aus Norddeutschland, holt auf. Kein Stau, kein Unfall, keine Panne. Mittlerweile hat er wieder bessere Aussichten, es rechtzeitig zum Standesamt zu schaffen. Alles andere wäre eine Katastrophe. Kommt er zu spät? Wäre die Ehe beendet, bevor sie begonnen hat? Blick zurück. Kai steht unter besonderem Druck. Diese Woche ist verkürzt. Seine Hochzeit mit Cindy ist für Freitag geplant. Doch er liegt einen halben Tag hinter dem Plan. Die Unfälle und Staus haben seine Geduld bis aufs Äußerste strapaziert. Du setzt dir ein Ziel und dann stehst du hier und nichts läuft. Und nachher bist du wieder nur am Rotieren, dass das einigermaßen passt heute. Bei allem Stress hat er seine Hilfsbereitschaft nie vergessen. Und seinen Humor hat er sich bewahrt. Noch. Aber wenn wir stecken bleiben, haben wir gleich einen Parkplatz. Kühlzug komplett auf der Seite gelegt. Die ewige Parkplatzsuche und der schwere Unfall haben ihn den letzten Nerv gekostet. Jetzt ist einfach nur noch Feierabend. Ich will nur noch mein Bett und Schluss für heute. Kai ist heute schon 4,5 Stunden unterwegs. Er muss jetzt 45 Minuten Pause machen. Er weiß, wenn nichts dazwischen kommt, ist er heute Abend zu Hause, wie er es seiner zukünftigen Frau versprochen hat. Aber aus Erfahrung weiß Kai auch, dass er es nicht schafft, wenn nur eine Kleinigkeit passiert. Zudem plagen ihn wieder Rückenschmerzen. Seit Jahren hat er es an den Bandscheiben. Kai ist sparsam. Eine Bockwurst für 3 Euro ist ihm zu teuer. Nudelsuppe für 79 Cent muss genügen. Seine letzte Scheidung war teuer. Ja, aber eigentlich verdienst du doch gar nicht so schlecht. Nee, du, so, der haltet es, ist top. Würde ich jetzt mal sagen, für meine Verhältnisse ist es wirklich top. Aber da sind eben Sachen aus der alten Ehe, die dazugekommen sind, die noch zu bezahlen sind. Und ich habe ein Haus, ein Kind muss ich noch bezahlen. Ja, da versucht man schon zu sparen. Ja. Also die Mittel sind begrenzt, sage ich ganz ehrlich. Aber wir können gut leben, aber eben dadurch, dass ich unterwegs auch ein bisschen spare. Und das Opfer, das bringe ich eben mal. Dafür haben wir ein vernünftiges Privatleben. Seine bisherigen Beziehungen und Ehen sind alle gescheitert, weil er so selten zu Hause war. Die Frauen konnten sich nicht damit abfinden, dass er die ganze Woche auf der Autobahn verbrachte. Er stresste sie zusätzlich durch ständige Kontrollanrufe und Eifersuchtsszenen. Die Fahrt nach Essen zu einem Großhändler verläuft zunächst störungsfrei. Auch durch die Innenstadt rollt der Verkehr reibungslos. Doch dann Ende der Glückssträhne. Es kommt faustdick für Kai. Der Platz des Händlers ist total überfüllt. Kai kann stundenlang nicht abladen. Wenn er Pech hat, so hat es der Platzwart gesagt, kommt er erst morgen früh dran. Aber da hat er einen drängenden Termin auf dem Standesamt. Hilfesuchend wendet er sich an seinen Chef. Ja, alles klar. Ja. Ja, jetzt können wir wahrscheinlich heute gar nicht mehr abladen, weil der Platz hier voll ist. Die haben keine Lagerkapazitäten mehr. Also für jetzt ist das Programm, so wie es aussieht, erstmal heute gestorben. Ja, gestern der Stau, heute das. Besser kann eine Woche nicht weitergehen, wa? Wie weit bist du jetzt im Verzug? Aber wenn ich jetzt hier stehen bleibe, gute 5 Stunden wieder. Mit dem von gestern sind 8,5, also fast ein kompletter Tag.
der weg ist bis jetzt. Es wird eng mit den Hochzeitsvorbereitungen. Wird eng, ja. Ja gut, wenn nicht, dann muss die letzte Tour eben stehen bleiben. Hilft ja nichts. Also kann mir die Frau jetzt nicht vorm Altar stehen lassen. Ich glaube, das läuft nicht. Aber trotzdem müssen wir uns was einfallen lassen. Erich ist gut unterwegs, hat sich zwischendurch sogar ein Wurstbrot gegönnt und trotzdem eine Stunde gut gemacht. Er kämpft, will es schaffen, wenigstens einen Tag am Wochenende mit seiner Frau zu verbringen. Alles hängt vom letzten Auftrag ab, den er aufgeregt erwartet. Wenn der Richtung Heimat geht, dann würde es passen. Sein Tank ist bald leer. Erich braucht dringend Diesel. 600 Liter gehen rein. Sein Gefährt schluckt 35 Liter auf 100 Kilometer. Wie alle Fernfahrer beschäftigt Erich ein großes Thema. Dieselklau. Ihn haben sie neulich während des Schlafs leer gepumpt. Bandenmäßig und professionell. Zwar fahren die auf den Parkplatz und stellen dann in die Einfahrt einen LKW, damit keiner mehr durchfahren kann. Und da haben die leichtes Spielen, dann brechen die den Tank auf und saugen den Tank leer und sind wieder verschwunden. Also ganz ehrlich, ich habe nichts gemerkt. Ich habe unruhig geschlafen, aber ich habe nichts gemerkt. So etwas möchte er nicht nochmal erleben. Was machen die wohl mit einem Fahrer, der aufwacht und rausgeht, fragt sich Erich. Auf der Autobahn sieht es gut aus. Es läuft, kein Stau, weit und breit. Doch der Frieden währt nicht lange. Kurz vor der belgischen Grenze kommt der Tiefschlag. Die Disposition seiner Firma beschert ihm die letzte Tour vor dem Wochenende. Sie passt überhaupt nicht zu seinen familiären Planungen. Es geht nicht Richtung München oder Karlsruhe, sondern wieder zurück. Nach Paris. Erich ist niedergeschlagen. Wir sind also noch mal 450 Kilometer nach Paris. Von Paris nach Gent. Das dürften auch noch mal 250 Kilometer sein. 200 Kilometer. Ja, und dann nach Hause. Ja, aber schaffst du das vor dem Wochenende? Glaube ich kaum. Trackerwäsche, fern der Heimat. Scheiße, sowas. Auch zwei Stunden später ist er immer noch stocksauer. Wahrscheinlich wieder kein Wochenende zu Hause. Erich hat das verdammt oft mitgemacht in seinem Truckerleben. Manchmal resigniert er einfach. Man gewöhnt sich dran. Es ist heiß, aber ein Fenster kann er nicht offen lassen, weil sie sonst einbrechen, sagt er. Ich bin hundemüde. Schlafe vielleicht eine Stunde oder zwei und dann werde ich wach, weil es ist ja immer noch Hitze da, ne? Erich will morgen früh noch mal angreifen, will versuchen, wenigstens im Laufe des Samstags zu Hause zu sein. Dies sind die Momente, in denen auch ein alter Haudegen wie Erich ins Grübeln kommt. Schuldgefühle gegenüber Frau und Tochter kommen hoch. Wir haben ja nur eine Tochter, ne? Die hat einmal zu mir gesagt, da hatten wir Meinungsverschiedenheiten. Und dann sagt sie zu mir, Vater, als ich dich brauchte, warst du nicht da. Jetzt brauchst du auch nichts mehr zu sagen. Und das war wie ein Schlag ins Gesicht. Vergesse ich nie den Satz. Fällt schwer, mit solchen Gedanken einzuschlafen. Bei 30 Grad im Schatten. Kai hat inzwischen Glück gehabt. Seine Hochzeitsgeschichte hat den Lageristen in Essen erweicht. Der hat ihm ein Plätzchen zugewiesen, wo Kai doch noch abladen kann. Kai ist erleichtert, aber es gibt ein neues Problem. Sein Rücken schmerzt immer stärker. Trotzdem Beeilung, sonst reicht es nicht zum nächsten Kunden. Dem letzten vor der Hochzeit. Er hat viel Zeit verloren. Also allem zusammen heute, 4,5 Stunden, sind schon. So. Ist fast ein Tag jetzt. Der Tag ist fast komplett weg. Also einen Tag haben wir komplett verloren, mit gestern und heute. Ja. Können wir nichts machen. Jetzt müssen wir uns jetzt noch ein bisschen beeilen. Was macht das Kreuz? Tut immer noch weh. Also ich denke mal, ich werde nachher noch da mal Berge ranfahren und werde mich noch mal kneten lassen. Dann geht er wieder. Eigentlich wollte er heute Abend zu Hause sein. Das wird nichts mehr. Er ist schon heilfroh, dass er hier heute noch weggekommen ist. Ja, wenn wir jetzt hier hätten nicht abladen können, hätten wir heute rumgestanden, hätten morgen gestanden und dann wäre alles in die Hose gegangen die Woche. Aber da wir ja noch heiraten wollen, müssen wir heute noch ein bisschen Gas machen. Morgen um 14 Uhr ist der Termin auf dem Standesamt. Der ständige Stress gegen die Uhr und das ewige Sitzen, das ist Gift für seinen Rücken. Vor ein paar Jahren hatte er Bandscheibenvorfälle, seitdem war er nie mehr ganz schmerzfrei. Ja, man gewöhnt sich auch irgendwann dran. Wenn es zu doll ist, dann schmeißt du dir mal eine Tablette drin und dann geht er weiter, aber also im Großen und Ganzen lebe ich eigentlich mit den Schmerzen.
Da sitzen ganz viele Akupunkturpunkte an den Ohren. Und da geht die Energie durch den ganzen Körper, wenn ich die Hände da auflege. Ne? Die Reiki-Therapeutin ist selbst lange LKW gefahren und kennt die Leiden der Kollegen. Sie bietet ihre Hilfe auf dem Parkplatz an. Ich habe das aus Zufall in der Zeitung gelesen. In der Zeitung gelesen und bei Facebook mal so ein bisschen nachgeforscht. Ja, und da habe ich sie gefunden. Und da dachte ich, komm mal her und probier das mal aus. Die Behandlung tut ihm gut. Und hier muss er eh übernachten. Seine Lenkzeit ist abgelaufen. 120 Kilometer von zu Hause entfernt. Die muss er morgen früh noch schnell runterreißen. Also du lässt einfach nur locker quasi. Die ganze Anspannung geht raus. Erschreckenderweise. Hatten wir uns eben schon drüber unterhalten. Das ist irgendwie so. Ja. Ich weiß, dass meine Frau am Wochenende machen muss. Ja, die kann das bestimmt auch. Kai freut sich und wird langsam locker. Er ist sich ziemlich sicher, dass die Hochzeit kaum noch in Gefahr ist, falls nicht noch morgen früh ein Unfall passiert. Hardy hat inzwischen das Maschinenhaus einer Windkraftanlage geladen. 8 Stunden liegen jetzt vor ihm, von Bracke in Niedersachsen zu einer Baustelle östlich von Berlin. Auch Hardy denkt viel über seine Familie nach. Zu seinem erwachsenen Sohn aus erster Ehe hat er kaum mehr Kontakt. Und sein Verhältnis zu den Kleinen aus seiner jetzigen Ehe leidet unter den langen Abwesenheiten. Du weißt eigentlich nicht, wie deine Kinder ticken, wie deine Frau, die eigentlich selbstständig zu Hause sie alles machen tut und eben halt sich um alles kümmert, wirklich um alles kümmert, was im Haushalt passiert, was im Grundstück passiert, was eben halt mit Versicherungen, Steuern, alle drum und dran. Du brauchst ja eigentlich im Prinzip nicht kümmern, du musst einfach bloß arbeiten. Du bist einfach nur eine dumme Arbeitsdrohne, die durch die Gegend fährt, Kohle nach Hause schleppt. Da ist die Frau total zu Hause auf sich allein gestellt. Und das ist totale Scheiße, weil du kannst dir einfach nicht helfen. Weil du willst helfen, kannst aber nicht. Doch ganz plötzlich wird er herausgerissen aus seinem Grübeln. Der Motor ist heiß gelaufen. Er muss sofort rechts ran auf die Standspur. Ich hab nur mit Kühlwasserverlust. Das ist nicht schön. Ja. Alle! Das Kühlwasser ist ausgelaufen. Das Leck ist hinter dem Ersatzbehälter, da kommt er jetzt nicht dran. Die Nachfüllung muss halten, bis Berlin. Morgens um 3 Uhr. Hardy mal wieder an der Leitplanke. Während sein Begleiter ein Nickerchen macht, zieht er schonungslos Bilanz. Er kennt den Preis genau, den er für seinen Job bezahlt. Man wird schon einsam. Man hat auch keine Freunde, man hat auch keine freundschaftlichen Kontakte. Jetzt schläft ja alles ein, weil wenn Freunde sagen oder würden sagen, Mensch, kommt heute Abend mal vorbei, kannst du nicht machen, weil du irgendwo in Europa oder auf der Straße unterwegs bist. Die sozialen Kontakte schlafen total ein. Mit der Zeit hat man ja keinen und dann ist man alleine. Ist man eigentlich alleine, hat man eben halt nur noch mit Heim zu Hause. Das hört sich doof an, aber soziale Kontakte null. Null. Sehen Sie nächsten Sonntag, wie es Kai nach Hause geschafft hat. Und vor allem, welche Turbulenzen ihn dort erwarten. An so einem Tag kann vieles passieren. Oh, Schnaps. Erleben Sie, wie Erich kurz vor zu Hause in eine Polizeifalle tappt. Es bleibt auch nichts erspart. Von 1000 LKW, wen hält er an? Mich. Hardy kämpft sich weiter durch die Nacht. Immer die Blinke. Und dann eben halt Feierabend machst, dann fängt dann auch noch eine ganze Weile später. Blinkt immer noch in den Augen oder das brennt in den Augen. Vor dem Feierabend wartet auf Hardy Stress. Auf dem Weg zur Baustelle muss der Schwertransport über eine unbefestigte Piste. Die Fahrt geht weiter. Begleiten Sie Hardy, Kai und Erich auch nächsten Sonntag in der ZDF-Reportage Die Tracker Teil 3 mit Vollgas zur Hochzeit. Berliner Ring, Rastplatz für Schwerlastfahrzeuge. 2,5 Millionen Lkw sind in Deutschland zugelassen. Sie verstopfen Rastplätze, nerven Pkw-Fahrer. Die Kapitäne der Landstraße wurden längst zu Terminsklaven auf der Autobahn. Zeit, die Fahrer kennenzulernen. Hardy Faber fährt Schwerlast seit vielen Jahren. Ihn kann nichts mehr schocken. Wahnsinn, wa? So leben wir. So leben wir. Zusammen mit den Ratten. Stiefel, Schutzausrüstung, damit uns die Ratten nicht beißen. Hardy Faber darf mit seinem sperrigen Koloss erst ab 22 Uhr fahren. Sein Schlafplatz direkt neben den Ratten. Aber schlafen geht eh nicht. Hardy
hat ein Problem. Hinter dem Zwillingsreifen tropft Öl auf den Boden. Ein Hydraulikschlauch des Schwertransporters ist geplatzt. Die meisten Kollegen rufen in solchen Fällen einen Servicedienst. Hardy macht das selbst, wie fast immer. Mit seinem Laster bewegt er die ganz dicken Dinger. Baukräne, Bagger, Windkraftanlagen. Da ist er. Wie passiert sowas? Ermüdung. Das ist reine Ermüdungserscheinung. Schläuche. Jeden Tag Druck drauf, irgendwann werden sie müde. Hardy hat in der ehemaligen DDR Landmaschinenschlosser gelernt. Er ist ehrgeizig. Er kann eigentlich alles. Ich habe was anderes Anständiges gelernt. Und das mit den Jahren hast du eben halt verfeinert. In der Schule hast du nicht gelernt, aber bei der Arbeit, da lernst du was. Die Hydraulik muss stimmen bei so einem Monstrum. 130 Tonnen schwer und 30 Meter lang. Manche heben die ja so. Manche heben die ja so auf, aber das schaffe ich nicht. Der Reifen wiegt 75 Kilo. Doch, schaffe ich doch. Der halbe Nachmittag geht dabei drauf, von wegen Ruhezeit. Und die Nacht mit 500 Autobahnkilometern kommt erst noch. Die Nacht zum Tag machen, das musst du zuerst lernen, wenn du Schwertransporte fährst, sagt Hardy. Es ist zwar verboten, aber Hardy fährt ohne Schuhe. Ich fahre ohne Schuhe, ja. Weil das ist ein Arbeitsplatz, müsste ich eigentlich Arbeitsschuhe anziehen. Und wieder 8 Stunden fahren mit richtiger klobiger Fuß. Und in der Haltung, in der Stellung, sozusagen, dann tut irgendwann mal was weh. So sagt die Berufsgenossenschaft. Aber ich fahre seit Jahrzehnten ohne Schuhe. Solange wie ich Lkw fahre, fahre ich immer ohne Schuhe. Wenn die anderen schlafen, irgendwo auf Parkplätzen, auf Stand- und Einfädelspuren, beginnt Hardy mit seinem Schwertransport, die Nachtschicht. Den Begleiter immer im Schlepptau. Hardy fährt Mähdrescher, Kräne, Windflügel oder wie so breit und bräuchten eigentlich Polizeibegleitung. Sie müssen schnell wieder auf die Autobahn. Solche Sachen passieren fast jede Nacht. Bei mir ist das Ziel, jeden Tag heile über die Straße zu kommen, ohne dass da großartig was passiert. Das ist mein Ziel, was ich jeden Tag habe. Mit Spaß und Humor bei der Arbeit zu sein, macht schon die ganze Sache sehr angenehm. Aber ich kann ja nicht die ganze Tag durch die Gegend grinsen, das geht immer auch nicht. Man hat ja auch eben halt um andere Sorgen und andere Probleme, die man eben halt mit sich selber ausmachen muss. Kai Jakob, der Trucker auf Freiersfüßen, der Autotransporter aus Norddeutschland, holt auf. Kein Stau, kein Unfall, keine Panne. Mittlerweile hat er wieder bessere Aussichten, es rechtzeitig zum Standesamt zu schaffen. Alles andere wäre eine Katastrophe. Kommt er zu spät, wäre die Ehe beendet, bevor sie begonnen hat. Blick zurück. Kai steht unter besonderem Druck. Diese Woche ist verkürzt. Seine Hochzeit mit Cindy ist für Freitag geplant. Doch er liegt einen halben Tag hinter dem Plan. Die Unfälle und Staus haben seine Geduld bis aufs Äußerste strapaziert. Du setzt dir ein Ziel und dann stehst du hier und nichts läuft. Und nachher bist du wieder nur am Rotieren, dass das einigermaßen passt. Halt. Bei allem Stress hat er seine Hilfsbereitschaft nie vergessen. Und seinen Humor hat er sich bewahrt. Noch. Aber wenn wir stecken bleiben, haben wir gleich einen Parkplatz. Kühlzug komplett auf der Seite gelegt. Die ewige Parkplatzsuche und der schwere Unfall haben ihn den letzten Nerv gekostet. Jetzt ist einfach nur noch Feierabend. Ich will nur noch mein Bett und Schluss für heute. Kai ist heute schon 4,5 Stunden unterwegs. Er muss jetzt 45 Minuten Pause machen. Er weiß, wenn nichts dazwischen kommt, ist er heute Abend zu Hause, wie er es seiner zukünftigen Frau versprochen hat. Aber aus Erfahrung weiß Kai auch, dass er es nicht schafft, wenn nur eine Kleinigkeit passiert. Zudem plagen ihn wieder Rückenschmerzen. Seit Jahren hat er es an den Bandscheiben. Kai ist sparsam. Eine Bockwurst für 3 Euro ist ihm zu teuer. Nudelsuppe für 79 Cent muss genügen. Seine letzte Scheidung war teuer. Kai, aber eigentlich verdienst du doch gar nicht so schlecht. Nee, du, so, der Halt, das ist top. Würde ich jetzt mal sagen, für meine Verhältnisse ist es wirklich top. Aber da sind eben Sachen aus der alten Ehe, die dazugekommen sind, die noch zu bezahlen sind. Und ich habe ein Haus, ein Kind muss ich noch bezahlen. Ja, da versucht man schon zu sparen. Ja. Also die Mittel sind begrenzt, sage ich ganz ehrlich. Aber wir können gut leben, aber eben dadurch, dass ich unterwegs auch ein bisschen spare. Und das Opfer, das bringe ich eben mal. Dafür haben wir ein vernünftiges Privatleben. Seine bisherigen Beziehungen und Ehen sind alle gescheitert, weil er so selten zu Hause war. Die Frauen konnten sich nicht damit abfinden, dass er die ganze Woche auf der Autobahn verbrachte. Er stresste sie zusätzlich durch ständige Kontrollanrufe und Eifersuchtsszenen.
Die Fahrt nach Essen zu einem Großhändler. Frühstück, noch 5 Minuten. Dann beginnt die Jagd in seinem Allzweck-Truck. Das ist also mein Lebensraum. Tagsüber der Arbeitsplatz. Morgens die Küche und nachts eben das Schlafzimmer. Ne? Käfighaltung nennt er es gelegentlich auch. Und das seit 43 Jahren jetzt. 7 Millionen Kilometer hat er auf dem Buckel. Doch bei allem Ärger ist er von diesem Job nie losgekommen. Das war einfach als Kind mein Traum, weil ich aus einer Fuhrmannsfamilie stamme. Mein Großvater war schon mit Pferden Fuhrmann. Und ich bin eigentlich mit Diesel im Blut geboren worden. Ich war also als Kind im LKW mitgefahren, im LKW groß geworden und alt geworden. In 4 Monaten geht Erich in Rente. Dem Termin fährt er nicht sehr freudig entgegen. Dazu liebt Erich das Leben auf Achse viel zu sehr. Auch wenn er schon so manche Krise bewältigen musste. Und obwohl das Leben auf der Autobahn immer gefährlicher wird. Das ist die sogenannte Warschauer Allee im Fahrerjargon. Hier fährt alles durch, was aus Osteuropa kommt. Und Richtung Niederlande, Rotterdam, fährt hier die A2. Die berüchtigste Autobahn und die gefährlichste. Also meiner Meinung nach auch die gefährlichste Autobahn. Wieder Stau, wieder Nervosität, wieder der bange Blick auf den Wochenplan. Für die Planer in der Firma ist es ganz einfach. Am Computer ist die Straße immer frei. Das ist die Rechnerei wieder im Kopf, ob das überhaupt hinhaut, ob das passt. Oder bei der Disposition passt das am Rechner, am Computer, am Routenplaner. Da passt das. Aber die Einflüsse durch Staus, durch Verzögerungen, erkennt kein Computer. Keiner. Und das sind natürlich, das ist das Ungewisse in diesem Beruf. Man weiß nie, wo man am nächsten Tag ist. Erich hat danach auf die Tube gedrückt, ist richtig ins Schwitzen gekommen. Millimeterarbeit. Er ist schon wieder im Ruhrgebiet. Glück und Können. Der Termintracker ist perfekt durchgekommen. Erich hat die Baustellenbereiche erfolgreich umfahren. Er ist stolz auf sich, weil er fast pünktlich beim Kunden ist. Aber jetzt lassen Sie ihn einfach stehen. Keiner hat Zeit zum Abladen. Und die Zeit läuft und läuft und läuft. Die Zeit läuft gegen ihn. Und ist uneinholbar. Das holt man nie wieder ein, was man versäumt. Über den Ärger vergisst er sogar das Essen. Ja, das nervt auch für alle Dinge. Man muss sich ja mal vorstellen, ich gebe mir Mühe, dass ich pünktlich bin. Dann bin ich pünktlich hier und dann warten. Doch dann, wie auf Kommando, stürzen sich alle auf Erichs Ladefläche. Nach 2-stündiger Wartezeit werden seine Supermarktprospekte abgeladen. Doch trotz aller Hektik und Betriebsamkeit, die 2 Stunden werfen Erich weit zurück, setzen ihn erneut unter Druck. Jetzt müsste er eigentlich schon beim nächsten Kunden sein, 100 Kilometer weiter. Doch das interessiert hier im Lager niemand. Und gegessen hat Erich immer noch nichts. Nein, essen wird heute nichts. Ich muss jetzt erst die neue Ladung aufnehmen, und weil die muss ich noch mal entladen. Und das muss jetzt erst passieren. Ja, sicher habe ich Hunger. Nur das muss jetzt hinten anstehen, sonst klappt die Tour nicht mehr. Ne? Bonjour Tristesse. 10 Meter neben der Autobahn versucht Hardy mit seinem Schwertransporter die Zeit rumzukriegen, bis er um 22 Uhr wieder weg darf. Er hat nur kurz geschlafen. Zu laut hier, sagt er. 9 Stunden hat er noch bis Schichtbeginn. Was macht man da mitten in der Pampa? Nicht Langeweile vertreiben, Autopflege, Fernseh gucken, Internet, telefonieren. Und hier gibt es keine Toilette, kein Wasser, Zähne putzen, wo passiert das? Machst du, weil du ein Begleitauto hast, fährst mit dem Begleitauto zur nächsten Raststätte. Die sind jetzt 3 Kilometer weg und dann wieder hin und her fahren. Das Wasser haben wir ja alles da. Toilette eben morgens. Dann nachher noch mal kurz, bevor wir losfahren. Und dann pinkeln kannst du hier draußen. Wenn das Wetter gut ist, können sie auch draußen kochen. Hardy hat im Laufe der Jahre gelernt, wie man unterwegs satt wird. Auf dem Tracker-Einheitskocher brutzeln sie öfter mal die unvermeidlichen Bratwürste. Mal heller, mal dunkler. Hast du Salz und Pfeffer da? Hardy mag es gar nicht, wenn sowas zur Tracker-Romantik verklärt wird. Das ist ganz pur, ganz normales Arbeitsleben. Das ist normales Arbeitsleben. Anhalten, schlafen, essen, weiterfahren. Die Möglichkeit da ist, zum Essen gehen, nutzt man die. Wenn nicht, macht man sowas. Fernfahrromantik. Irgendwo alleine, aber nicht mit sowas hinten dran. Das ist keine Romantik.
Die letzten 100 Kilometer nach Bremerhaven haben es dann in sich. Sie müssen wegen einer Baustelle einen großen Umweg über Hamburg fahren. Sie sind zu breit für die Fahrspurverengung. Eine Stunde Zeitverlust. Und dann verfransen sie sich auch noch. Hardy und Thomas verlieren die Orientierung. Ja, so scheiß ausgeschildert. So blöde. Vorhin Bremen haben wir nicht übersehen, vorhin in andere Richtung. Das ist ja die einzige Möglichkeit gewesen jetzt, ne? Ja, das war's gewesen. Weiter war nichts anderes. Hardy ist mit seinem Bagger gewaltig auf Abwägen. Diese Strecke steht nicht in ihrem Plan. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Na, aus Mittstadt. Wie weit bis zur Autobahn? Weit jetzt 2,7 Kilometer bis 1. Für die Durchfahrt durch diese Ortschaft haben sie keinerlei Genehmigung. Sie sind viel zu jetzt einen Bagger. Der muss von einer bayerischen Firma zur Verschiffung nach Bremerhaven kutschiert werden, quer durch Deutschland. Barfuß, versteht sich. Zwischen 2 und 4 Uhr ist tote Hose auf der Autobahn. Hardy kämpft gegen Müdigkeit und manchmal auch gegen die Schwermut. Du hast viel Zeit zum Nachdenken. Und manchmal wird man eben halt auch depressiv. Manchmal ist das wirklich die ganze Fahrerei zum Kotzen. So anstrengend, nachts jetzt durch die Gegend zu fahren, hat man eben halt mal Zeit. Und dann fährt man stur hinter ihnen hinterher, weil er nicht schneller ist. Ich kann nicht schneller, ich kann nicht überholen, ich will auch nicht überholen. Weil dann fährst du am Parkplatz vorbei, die schlafen alle. Das ist alles so irgendwo deprimierend. Haufen Laster stehen da und schlafen. Und du treibst da draußen rum. Glücklich ist, wer einen legalen Parkplatz ergattert hat. Ein Riese wie Hardy hat morgens um 6, wenn seine Lenkzeit abgelaufen ist, oft keine Chance mehr. Hardy versucht sein Glück in einer Nothaltebucht, mitten im norddeutschen Nirgendwo. Er muss aufhören. Sein Begleiter hilft ihm in die kleine Lücke. Es war höchste Zeit. Nicht nur, weil nach 6 Uhr kein Schwerlaster seiner Größe mehr fahren darf. So, Feierabend. Und wie geht's jetzt? Schiss, ich bin müde. 16 Stunden Pause, hier, ohne fließend Wasser und Toilette. Ich stehe ohne Jana oder sowas. Ich stehe ohne Jana, wo ein Klo ist oder so. Aber ist alles voll. Hast du ja nichts. Erich Altmüller, der Termintracker aus der Pfalz, morgens um 4:30. Noch steckt Erich in einem Industriegebiet im belgischen Ostende. Er liegt einen halben Tag hinter seinem Wochenplan. In 10 Minuten ist seine Ruhezeit abgelaufen. Dann beginnt seine Aufholjagd. Gerade noch ein bisschen Zeit für die Körperpflege. Katzenwäsche am Morgen, aber besser als gar nicht gewaschen. Rückblick. Erich hat geträumt. Vom Stress der vergangenen Tage, von den Gefahren auf der Autobahn und von seinem zwiespältigen Verhältnis dazu. Das nervt einfach. Naja, ich brauch das Kribbeln. Der Stress in Dortmund und Ostende, Zeitverlust und Glück. Der Druck und der ganze, das ist jetzt alles weg. Ich werd leer. Ne? Jetzt guck dir das an. Das Theater mit dem Navi. Halt's Maul. Ich hasse diese verfluchte Navi. Das hat ihn fertig gemacht. Dazu Staus und Unfälle, die sein Wochenende gefährden. Und dann muss ich meine Frau anrufen und muss sagen, blas die Familienfeier am Wochenende ab. Ich komme nicht nach Hause. Ist schön, trotzdem ist es hässlich. Wenn man Heimweh hat oder wenn er an die Frau denken muss, an die Kinder und dann zu Hause. Ja, jetzt können wir wahrscheinlich heute auch nicht mehr abladen, weil der Platz hier voll ist. Die haben keine Lagerkapazitäten mehr. Also für jetzt ist das Programm, so wie es aussieht, erstmal heute gestorben. Ja, gestern der Stau, heute das. Besser kann eine Woche nicht weitergehen, wa? Wie weit bist du jetzt im Verzug? Aber wenn ich jetzt hier stehen bleibe, gute 5 Stunden wieder. Mit dem von gestern sind 8,5, also fast ein kompletter Tag, der weg ist bis jetzt. Es wird eng mit den Hochzeitsvorbereitungen. Wird eng, ja. Ja gut, wenn nicht, dann muss die letzte Tour eben stehen bleiben. Hilft ja nichts. Also kann mir die Frau jetzt nicht vor dem Altar stehen lassen. Ich glaube, das läuft nicht. Aber trotzdem müssen wir uns was einfallen lassen. Erich ist gut unterwegs, hat sich zwischendurch sogar ein Wurstbrot gegönnt und trotzdem eine Stunde gut gemacht. Er kämpft, will es schaffen, wenigstens einen Tag am Wochenende mit seiner Frau zu verbringen. Alles hängt vom letzten Auftrag ab, den er aufgeregt erwartet. Wenn der Richtung Heimat geht, dann würde es passen. Sein Tank ist bald leer. Erich braucht dringend Diesel. 600 Liter gehen rein. Sein Gefährt schluckt 35 Liter auf 100 Kilometer. Wie alle Fernfahrer beschäftigt Erich ein großes Thema: Dieselklau. Ihn haben sie neulich während des Schlafs leer gepumpt. Bandenmäßig und professionell. Zwar fahren die auf den Parkplatz.
und stellen dann in die Einfahrt einen LKW, damit keiner mehr durchfahren kann. Und da haben die Leichen spielen, dann brechen die einen Tank auf und saugen den Tank leer und sind wieder verschwunden. Also ganz ehrlich, ich habe nichts gemerkt. Ich habe unruhig geschlafen, aber ich könnte, nein, ich habe nichts gemerkt. So etwas möchte er nicht nochmal erleben. Was machen die wohl mit einem Fahrer, der aufwacht und rausgeht, fragt sich Erich. Auf der Autobahn sieht es gut aus. Es läuft, kein Stau, weit und breit. Doch der Frieden währt nicht lange. Kurz vor der belgischen Grenze kommt der Tiefschlag. Die Disposition seiner Firma beschert ihm die letzte Tour vor dem Wochenende. Sie passt überhaupt nicht zu seinen familiären Planungen. Es geht nicht Richtung München oder Karlsruhe, sondern wieder zurück. Nach Paris. Erich ist niedergeschlagen. Wir sind also noch mal 450 Kilometer nach Paris. Von Paris nach Gent. Das dürften auch noch mal 250 Kilometer sein. 200 Kilometer. Ja, und dann nach Hause. Ja, aber schaffst du das vor dem Wochenende? Glaube ich kaum. Trackerwäsche, fern der Heimat. Scheiße, sowas. Auch zwei Stunden später ist er immer noch stocksauer. Wahrscheinlich wieder kein Wochenende zu Hause. Erich hat das verdammt oft mitgemacht in seinem Truckerleben. Manchmal resigniert er einfach. Man gewöhnt sich dran. Es ist heiß, aber ein Fenster kann er nicht offen lassen, weil sie sonst einbrechen, sagt er. Ich bin hundemüde. Zwischen 2 und 4 Uhr ist tote Hose auf der Autobahn. Hardy kämpft gegen Müdigkeit und manchmal auch gegen die Schwermut. Du hast viel Zeit zum Nachdenken. Und manchmal wird man eben halt auch depressiv. Manchmal ist das wirklich die ganze Fahrerei zum Kotzen. Das ist so anstrengend, nachts jetzt durch die Gegend zu fahren, hat man eben halt mal Zeit. Und dann fährt man stur hinter ihnen hinterher, weil er nicht schneller ist. Ich kann nicht schneller, ich kann nicht überholen, ich will auch nicht überholen. Weil dann fährst du am Parkplatz vorbei, die schlafen alle. Das ist alles so irgendwo deprimierend. Haufen Laster stehen da und schlafen. Und du treibst da draußen rum. Glücklich ist, wer einen legalen Parkplatz ergattert hat. Ein Riese wie Hardy hat morgens um 6, wenn seine Lenkzeit abgelaufen ist, oft keine Chance mehr. Hardy versucht sein Glück in einer Nothaltebucht, mitten im norddeutschen Nirgendwo. Er muss aufhören. Sein Begleiter hilft ihm in die kleine Lücke. Es war höchste Zeit. Nicht nur, weil nach 6 Uhr kein Schwerlaster seiner Größe mehr fahren darf. So, Feierabend. Und wie geht's jetzt? Schissen, bin müde. 16 Stunden Pause, hier, ohne fließend Wasser und Toilette. Ich stehe ohne Janne so was. Ich stehe auch lieber Janne, wo ein Klo ist oder so. Aber ist alles voll. Hast du ja nichts. Erich Altmüller, der Termintracker aus der Pfalz, morgens um 4:30. Noch steckt Erich in einem Industriegebiet im belgischen Ostende. Er liegt einen halben Tag hinter seinem Wochenplan. In 10 Minuten ist seine Ruhezeit abgelaufen. Dann beginnt seine Aufholjagd. Gerade noch ein bisschen Zeit für die Körperpflege. Katzenwäsche am Morgen. Aber besser als gar nicht gewaschen. Rückblick. Erich hat geträumt. Vom Stress der vergangenen Tage, von den Gefahren auf der Autobahn und von seinem zwiespältigen Verhältnis dazu. Das nervt einfach. Naja, ich brauch das. Ich brauch das Kribbeln. Der Stress in Dortmund und Ostende, Zeitverlust und Glück. Der Druck und der ganze, es ist jetzt alles weg. Ich werd leer. Ne? Jetzt guck dir das an. Das Theater mit dem Navi. Halt's Maul. Ich hasse diese verfluchte Navi. Das hat ihn fertig gemacht. Dazu Staus und Unfälle, die sein Wochenende gefährden. Und dann muss ich meine Frau anrufen und muss sagen, blas die Familienfeier am Wochenende ab. Ich komme nicht nach Hause. Ist schön, trotzdem ist es hässlich. Wenn man Heimweh hat oder wenn man an die Frau denken muss, an die Kinder oder zu Hause. Frühstück, noch 5 Minuten, dann beginnt die Jagd in seinem Allzweck-Truck. Das ist also mein Lebensraum. Tagsüber der Arbeitsplatz. Morgens die Küche. Anhalten, schlafen, essen, weiterfahren. Die Möglichkeit da ist, zum Essen gehen, nutzt man die, wenn nicht, macht man sowas. Fernfahrromantik. Irgendwo alleine, aber nicht mit sowas hinten dran. Das ist keine Romantik.
Die letzten 100 Kilometer nach Bremerhaven haben es dann in sich. Sie müssen wegen einer Baustelle einen großen Umweg über Hamburg fahren. Sie sind zu breit für die Fahrspurverengung. Eine Stunde Zeitverlust. Und dann verfransen sie sich auch noch. Hardy und Thomas verlieren die Orientierung. Ja, so scheiß ausgeschildert. So blöde. Vorhin Bremen haben wir nicht übersehen, vorhin in andere Richtung. Das ist ja die einzige Möglichkeit gewesen jetzt, ne? Ja, das war's gewesen. Da war nichts anderes. Hardy ist mit seinem Bagger gewaltig auf Abwägen. Diese Strecke steht nicht in ihrem Plan. Wo sind wir jetzt eigentlich? Na, aus Lichtstadt. Wie weit ist die Autobahn? Weit jetzt 2,7 Kilometer bis 1. Für die Durchfahrt durch diese Ortschaft haben sie keinerlei Genehmigung. Sie sind viel zu jetzt einen Bagger. Der muss von einer bayerischen Firma zur Verschiffung nach Bremerhaven kutschiert werden, quer durch Deutschland. Barfuß, versteht sich. Zwischen 2 und 4 Uhr ist tote Hose auf der Autobahn. Hardy kämpft gegen Müdigkeit und manchmal auch gegen die Schwermut. Du hast viel Zeit zum Nachdenken. Und manchmal wird man eben halt auch depressiv. Manchmal ist das wirklich die ganze Fahrerei zum Kotzen. So anstrengend, nachts jetzt durch die Gegend zu fahren, hat man eben halt mal Zeit. Und dann fährt man stur hinter ihnen hinterher, weil er nicht schneller ist. Ich kann nicht schneller, ich kann nicht überholen, ich will auch nicht überholen. Weil dann fährst du am Parkplatz vorbei, die schlafen alle. Das ist alles so irgendwo deprimierend. Haufen Laster stehen da und schlafen. Und du treibst dann draußen rum. Glücklich ist, wer einen legalen Parkplatz ergattert hat. Ein Riese wie Hardy hat morgens um 6, wenn seine Lenkzeit abgelaufen ist, oft keine Chance mehr. Hardy versucht sein Glück in einer Nothaltebucht, mitten im norddeutschen Nirgendwo. Er muss aufhören, sein Begleiter hilft ihm in die kleine Lücke. Es war höchste Zeit. Nicht nur, weil nach 6 Uhr kein Schwerlaster seiner Größe mehr fahren darf. So, Feierabend. Und wie geht's jetzt? Schiss, ich bin müde. 16 Stunden Pause, hier, ohne fließend Wasser und Toilette. Ich stehe ohne Janne oder so was. Ich stehe ohne die Janne, wo ein Klo ist oder so. Aber ist alles voll. Hast du ja nichts. Erich Altmüller, der Termintracker aus der Pfalz, morgens um 4:30. Noch steckt Erich in einem Industriegebiet im belgischen Ostende. Er liegt einen halben Tag hinter seinem Wochenplan. In 10 Minuten ist seine Ruhezeit abgelaufen. Dann beginnt seine Aufholjagd. Gerade noch ein bisschen Zeit für die Körperpflege. Katzenwäsche am Morgen. Aber bis auf werden seine Supermarktprospekte abgeladen. Doch trotz aller Hektik und Betriebsamkeit, die 2 Stunden werfen Erich weit zurück, setzen ihn erneut unter Druck. Jetzt müsste er eigentlich schon beim nächsten Kunden sein, 100 Kilometer weiter. Doch das interessiert hier im Lager niemand. Und gegessen hat Erich immer noch nichts. Bitte? Nein, essen wird heute nichts. Ich muss jetzt erst die Ladung, die neue Ladung aufnehmen, und weil ich die muss ich noch mal entladen. Und das muss jetzt erst passieren. Sonst, sicher habe ich Hunger. Nur das muss jetzt hinten anstehen, sonst klappt die Tour nicht mehr. Ne? Bonjour, Tristesse. 10 Meter neben der Autobahn versucht Hardy mit seinem Schwertransporter die Zeit rumzukriegen, bis er um 22 Uhr wieder weg darf. Er hat nur kurz geschlafen. Zu laut hier, sagt er. 9 Stunden hat er noch bis Schichtbeginn. Was macht man da, mitten in der Pampa? Nicht Langeweile vertreiben, Autopflege, Fernseh gucken, Internet, telefonieren. Und hier gibt es keine Toilette, kein Wasser, Zähne putzen, wo passiert das? Du machst du, weil du ein Begleitauto hast, fährst mit dem Begleitauto zur nächsten Raststätte. Die sind jetzt 3 Kilometer weg und dann wieder hin und her fahren. Das Wasser haben wir ja alles da. Toilette eben morgens. Dann nachher noch mal kurz, bevor wir losfahren. Und dann pinkeln kannst du hier draußen. Wenn das Wetter gut ist, können sie auch draußen kochen. Hardy hat im Laufe der Jahre gelernt, wie man unterwegs satt wird. Auf dem Tracker-Einheitskocher brutzeln sie öfter mal die unvermeidlichen Bratwürste. Mal heller, mal dunkler. Hast du Salz und Pfeffer da? Hardy mag es gar nicht, wenn sowas zur Tracker-Romantik verklärt wird. Das ist ganz pur, ganz normales Arbeitsleben. Das ist normales Arbeitsleben. Anhalten, schlafen, essen, weiterfahren. Die Möglichkeit da ist, zum Essen gehen, nutzt man die. Wenn nicht, macht man sowas. Fernfahrromantik. Irgendwo alleine, aber nicht mit sowas hinten dran. Das ist keine Romantik. Die letzten 100 Kilometer nach Bremerhaven haben es dann in sich. Sie müssen wegen einer Baustelle einen großen Umweg über Hamburg fahren. Sie sind zu breit für die Fahrspurverengung. Eine Stunde Zeitverlust. Und dann verfransen sie sich auch noch. Hardy und Thomas verlieren die Orientierung. Ja, so scheiß ausgeschildert. So blöde.
Vorhin Bremen haben wir nicht übersehen, vorhin in andere Richtung. Das ist ja die einzige Möglichkeit gewesen jetzt, ne? Ja, das war's gewesen, aber da war nichts anderes. Hardy ist mit seinem Bagger gewaltig auf Abwägen. Diese Strecke steht nicht in ihrem Plan. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Fitzstadt. Wie weit bis zur Autobahn? Weit jetzt 2,7 Kilometer bis 1. Für die Durchfahrt durch diese Ortschaft haben sie keinerlei Genehmigung. Sie sind viel zu breit und bräuchten eigentlich Polizeibegleitung. Sie müssen schnell wieder auf die Autobahn. Solche Sachen passieren fast jede Nacht. Bei mir ist das Ziel, jeden Tag heile über die Straße zu kommen, ohne dass da... Hardy macht das selbst, wie fast immer. Mit seinem Laster bewegt er die ganz dicken Dinger. Baukräne, Bagger, Windkraftanlagen. Da ist er. Wie passiert sowas? Ermüdung. Das ist reine Ermüdungserscheinung. Schläuche. Jeden Tag Druck drauf, irgendwann werden sie müde. Hardy hat in der ehemaligen DDR Landmaschinenschlosser gelernt. Er ist ehrgeizig. Er kann eigentlich alles. Ich habe was anderes Anständiges gelernt. Und das mit den Jahren hast du das ebenfalls verfeinert. In der Schule hast du eine Stille Hand, aber bei der Arbeit, da lernst du was. Die Hydraulik muss stimmen bei so einem Monstrum. 130 Tonnen schwer und 30 Meter lang. Manche heben die ja so auf, aber das schaffe ich nicht. Der Reifen wiegt 75 Kilo. Doch, schaffe ich doch. Der halbe Nachmittag geht dabei drauf, von wegen Ruhezeit. Und die Nacht mit 500 Autobahnkilometern kommt erst noch. Die Nacht zum Tag machen, das musst du zuerst lernen, wenn du Schwertransporte fährst, sagt Hardy. Es ist zwar verboten, aber Hardy fährt ohne Schuhe. Ich fahre ohne Schuhe, ja. Weil das ist ein Arbeitsplatz, müsste ich eigentlich Arbeitsschuhe anziehen. Und wieder 8 Stunden fahren mit richtiger klobiger Fuß. Und in der Haltung, in der Stellung, sozusagen, dann tut irgendwann mal was weh. So sagt die Berufsgenossenschaft. Aber ich fahre seit Jahrzehnten ohne Schuhe. Solange wie ich Lkw fahre, fahre ich immer ohne Schuhe. Wenn die anderen schlafen, irgendwo auf Parkplätzen, auf Stand- und Einfädelspuren, beginnt Hardy mit seinem Schwertransport die Nachtschicht. Den Begleiter immer im Schlepptau. Hardy fährt Mähdrescher, Kräne, Windflügel oder wie jetzt einen Bagger. Der muss von einer bayerischen Firma zur Verschiffung nach Bremerhaven kutschiert werden, quer durch Deutschland. Barfuß, versteht sich. Zwischen 2 und 4 Uhr ist tote Hose auf der Autobahn. Hardy kämpft gegen Müdigkeit und manchmal auch gegen die Schwermut. Du hast viel Zeit zum Nachdenken. Und manchmal wird man eben halt auch depressiv. Manchmal ist das wirklich die ganze Fahrerei zum Kotzen. Das ist so anstrengend, nachts jetzt durch die Gegend zu fahren, hat man eben halt mal Zeit. Und dann fährt man stur hinter ihn hinterher, weil er nicht schneller ist. Ich kann nicht schneller, ich kann nicht überholen, ich will auch nicht überholen. Weil dann fährst du am Parkplatz vorbei, die schlafen alle. Das ist alles so irgendwo deprimierend. Haufen Laster stehen da und schlafen. Und du treibst da draußen rum. Glücklich ist, wer einen legalen Parkplatz ergattert hat. Ein Riese wie Hardy hat morgens um 6, wenn seine Lenkzeit abgelaufen ist, oft keine Chance mehr. Hardy versucht sein Glück in einer Nothaltebucht, mitten im norddeutschen Nirgendwo. Er muss aufhören. Sein Begleiter hilft ihm in die kleine Lücke. Es war höchste Zeit. Nicht nur, weil nach 6 Uhr kein Schwerlaster seiner Größe. Wenn das Wetter gut ist, können sie auch draußen kochen. Hardy hat im Laufe der Jahre gelernt, wie man unterwegs satt wird. Auf dem Tracker-Einheitskocher brutzeln sie öfter mal die unvermeidlichen Bratwürste. Mal heller, mal dunkler. Hast du Salz und Pfeffer da? Hardy mag es gar nicht, wenn sowas zur Tracker-Romantik verklärt wird. Das ist ganz pur, ganz normales Arbeitsleben. Das ist normales Arbeitsleben. Anhalten, schlafen, essen, weiterfahren. Die Möglichkeit da ist, zum Essen gehen, nutzt man die. Wenn nicht, macht man sowas. Fernfahrromantik. Irgendwo alleine, aber nicht mit sowas hinten dran. Das ist keine Romantik. Die letzten 100 Kilometer nach Bremerhaven haben es dann in sich. Sie müssen wegen einer Baustelle einen großen Umweg über Hamburg fahren. Sie sind zu breit für die Fahrspurverengung. Eine Stunde Zeitverlust. Und dann verfransen sie sich auch noch. Hardy und Thomas verlieren die Orientierung. Ja, so scheiß ausgeschildert. So blöde. Vorhin Bremen haben wir nicht übersehen, vorhin in andere Richtung. Das ist ja die einzige Möglichkeit gewesen jetzt, ne? Ja, das war's gewesen, aber da war nichts anderes. Hardy ist mit seinem Bagger gewaltig auf Abwägen. Diese Strecke steht nicht in ihrem Plan. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Fitzstadt.
frei bis zur Autobahn. Bleibt jetzt 2,7 Kilometer bis 1. Für die Durchfahrt durch diese Ortschaft haben sie keinerlei Genehmigung. Sie sind viel zu jetzt einen Bagger. Der muss von einer bayerischen Firma zur Verschiffung nach Bremerhaven kutschiert werden, quer durch Deutschland. Barfuß, versteht sich. Zwischen 2 und 4 Uhr ist tote Hose auf der Autobahn. Hardy kämpft gegen Müdigkeit und manchmal auch gegen die Schwermut. Du hast viel Zeit zum Nachdenken. Und manchmal wird man eben halt auch depressiv. Manchmal ist das wirklich die ganze Fahrerei zum Kotzen. So anstrengend, nachts jetzt durch die Gegend zu fahren, hat man eben halt mal Zeit. Und dann fährt man stur hinter ihnen hinterher, weil er nicht schneller ist. Ich kann nicht schneller, ich kann nicht überholen, ich will auch nicht überholen. Weil dann fährst du am Parkplatz vorbei, die schlafen alle. Das ist alles so irgendwo deprimierend. Haufen Laster stehen da und schlafen. Und du treibst dann draußen rum. Glücklich ist, wer einen legalen Parkplatz ergattert hat. Ein Riese wie Hardy hat morgens um 6, wenn seine Lenkzeit abgelaufen ist, oft keine Chance mehr. Hardy versucht sein Glück in einer Nothaltebucht, mitten im norddeutschen Nirgendwo. Er muss aufhören. Sein Begleiter hilft ihm in die kleine Lücke. Es war höchste Zeit. Nicht nur, weil nach 6 Uhr kein Schwerlaster seiner Größe mehr fahren darf. So, Feierabend. Und wie geht's jetzt? Schiss, ich bin müde. 16 Stunden Pause, hier, ohne fließend Wasser und Toilette. Ich stehe ohne Jahre so was. Ich stehe ohne Jahre, wo ein Klo ist oder so. Aber ist alles voll. Hast du ja nicht. Also ich kann meine Frau jetzt nicht vom Altar stehen lassen. Ich glaube, das läuft nicht. Aber trotzdem muss man uns was einfallen lassen. Erich ist gut unterwegs, hat sich zwischendurch sogar ein Wurstbrot gegönnt und trotzdem eine Stunde gut gemacht. Er kämpft, will es schaffen, wenigstens einen Tag am Wochenende mit seiner Frau zu verbringen. Alles hängt vom letzten Auftrag ab, den er aufgeregt erwartet. Wenn der Richtung Heimat geht, dann würde es passen. Sein Tank ist bald leer. Erich braucht dringend Diesel. 600 Liter gehen rein. Sein Gefährt schluckt 35 Liter auf 100 Kilometer. Wie alle Fernfahrer beschäftigt Erich ein großes Thema. Dieselklau. Ihn haben sie neulich während des Schlafs leer gepumpt. Bandenmäßig und professionell. Zwar fahren die auf dem Parkplatz und stellen dann in die Einfahrt einen LKW, damit keiner mehr durchfahren kann. Und da haben die leichtes Spielen, dann brechen die den Tank auf und saugen den Tank leer und sind wieder verschwunden. Also ganz ehrlich, ich habe nichts gemerkt. Ich habe unruhig geschlafen, aber ich habe nichts gemerkt. So etwas möchte er nicht nochmal erleben. Was machen die wohl mit einem Fahrer, der aufwacht und rausgeht, fragt sich Erich. Auf der Autobahn sieht es gut aus. Es läuft, kein Stau, weit und breit. Doch der Frieden währt nicht lange. Kurz vor der belgischen Grenze kommt der Tiefschlag. Die Disposition seiner Firma beschert ihm die letzte Tour vor dem Wochenende. Sie passt überhaupt nicht zu seinen familiären Planungen. Es geht nicht Richtung München oder Karlsruhe, sondern wieder zurück. Nach Paris. Erich ist niedergeschlagen. Wir sind also noch mal 450 Kilometer nach Paris. Von Paris nach Gent, das dürften auch noch mal 250 Kilometer sein, 200 Kilometer. Ja, und dann nach Hause. Ja, aber schaffst du das vor dem Wochenende? Glaube ich kaum. Trackerwäsche, fern der Heimat. Scheiße, sowas. Auch 2 Stunden später ist er immer noch stocksauer. Wahrscheinlich wieder kein Wochenende zu Hause. Erich hat das verdammt oft mitgemacht in seinem Truckerleben. Manchmal resigniert er einfach. Man gewöhnt sich dran. Es ist heiß, aber ein Fenster kann er nicht offen lassen, weil sie sonst einbrechen, sagt er. Ich bin hundemüde. Schlafe vielleicht eine Stunde oder zwei und dann werde ich wach, weil es ist ja immer noch Hitze da. Ne? Erich will morgen früh noch mal angreifen, will versuchen, wenigstens im Laufe des Samstags zu Hause zu sein. Dies sind die Momente, in denen auch ein alter Haudegen wie Erich ins Grübeln kommt. Schuldgefühle gegenüber Frau und Tochter kommen hoch. Wir haben ja nur eine Tochter, ne? Die hat einmal zu mir gesagt, da hatten wir Meinungsverschiedenheiten. Und ist uneinholbar, das holt man nie wieder ein, was man versäumt. Über den Ärger vergisst er sogar das Essen. Ja, das nervt auch für alle Dinge. Man muss sich ja mal vorstellen, ich gebe mir Mühe, dass ich pünktlich bin. Dann bin ich pünktlich hier und dann warten.
Doch dann, wie auf Kommando, stürzen sich alle auf Erichs Ladefläche. Nach zweistündiger Wartezeit werden seine Supermarktprospekte abgeladen. Doch trotz aller Hektik und Betriebsamkeit, die 2 Stunden werfen Erich weit zurück, setzen ihn erneut unter Druck. Jetzt müsste er eigentlich schon beim nächsten Kunden sein, 100 Kilometer weiter. Doch das interessiert hier im Lager niemand. Und gegessen hat Erich immer noch nichts. Bitte? Nein, essen wird heute nichts. Ich muss jetzt erst die Ladung, die neue Ladung aufnehmen, und weil ich die muss ich noch mal entladen. Und das muss jetzt erst passieren. Sicher habe ich Hunger. Nur das muss jetzt hinten anstehen, sonst klappt die Tour nicht mehr. Ne? Bonjour, Tristesse. 10 Meter neben der Autobahn versucht Hardy mit seinem Schwertransporter die Zeit rumzukriegen, bis er um 22 Uhr wieder weg darf. Er hat nur kurz geschlafen. Zu laut hier, sagt er. 9 Stunden hat er noch bis Schichtbeginn. Was macht man da, mitten in der Pampa? Nicht Langeweile vertreiben, Autopflege, Fernsehen gucken, Internet, telefonieren. Und hier gibt's keine Toilette, kein Wasser, Zähne putzen, wo passiert das? Du machst du, weil du ein Begleitauto hast, fährst mit dem Begleitauto zur nächsten Raststätte. Die sind jetzt 3 Kilometer weg und dann wieder hin und her fahren. Das Wasser haben wir ja alles da, Toilette eben morgens, dann nachher noch mal kurz, bevor wir losfahren. Und dann pinkeln kannst du hier draußen. Wenn das Wetter gut ist, können sie auch draußen kochen. Hardy hat im Laufe der Jahre gelernt, wie man unterwegs satt wird. Auf dem Tracker-Einheitskocher brutzeln sie öfter mal die unvermeidlichen Bratwürste, mal heller, mal dunkler. Hast du Salz und Pfeffer da? Hardy mag es gar nicht, wenn sowas zur Tracker-Romantik verklärt wird. Das ist ganz pur, ganz normales Arbeitsleben. Das ist normales Arbeitsleben. Anhalten, schlafen, essen, weiterfahren. Die Möglichkeit da ist, zum Essen gehen, nutzt man die, wenn nicht, macht man sowas. Fernfahrromantik. Irgendwo alleine, aber nicht mit sowas hinten dran. Das ist keine Romantik. Die letzten 100 Kilometer nach Bremerhaven haben es dann in sich. Sie müssen wegen einer Baustelle einen großen Umweg über Hamburg fahren. Sie sind zu breit für die Fahrspurverengung. 1 Stunde Zeitverlust. Und dann verfransen sie sich auch noch. Hardy und Thomas verlieren die Orientierung. Ja, so scheiß ausgeschildert. So blöde. Vorhin Bremen haben wir nicht übersehen, vorhin in andere Richtung. Das ist ja die einzige Möglichkeit gewesen jetzt, ne? Ja, das war's gewesen. Da war nichts anderes. Hardy ist mit seinem Bagger gewaltig auf Abwägen. Diese Strecke steht nicht in ihrem Plan. Wo sind wir denn jetzt? Ja, so scheiß ausgeschildert. So blöde. Vorhin Bremen haben wir nicht übersehen, vorhin in andere Richtung. Das ist ja die einzige Möglichkeit gewesen jetzt, ne? Ja, das war's gewesen. Da war nichts anderes. Hardy ist mit seinem Bagger gewaltig auf Abwägen. Diese Strecke steht nicht in ihrem Plan. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ja, Friedstadt. Wie weit bis zur Autobahn? Weit jetzt 2,7 Kilometer bis 1. Für die Durchfahrt durch diese Ortschaft haben sie keinerlei Genehmigung. Sie sind viel zu breit und bräuchten eigentlich Polizeibegleitung. Sie müssen schnell wieder auf die Autobahn. Solche Sachen passieren fast jede Nacht. Bei mir ist das Ziel, jeden Tag heile über die Straße zu kommen, ohne dass da großartig was passiert. Das ist mein Ziel, was ich jeden Tag habe. Ein bisschen mit Spaß und Humor bei der Arbeit zu sein, macht schon die ganze Sache sehr angenehm. Aber ich kann ja nicht die ganze Tag durch die Gegend grinsen, das geht immer auch nicht. Man hat ja auch eben halt um andere Sorgen und andere Probleme, die man eben halt mit sich selber ausmachen muss. Kai Jakob, der Trucker auf Freiersfüßen, der Autotransporter aus Norddeutschland, holt auf. Kein Stau, kein Unfall, keine Panne. Mittlerweile hat er wieder bessere Aussichten, es rechtzeitig zum Standesamt zu schaffen. Alles andere wäre eine Katastrophe. Kommt er zu spät? Wäre die Ehe beendet, bevor sie begonnen hat? Blick zurück. Kai steht unter besonderem Druck. Diese Woche ist verkürzt. Seine Hochzeit mit Cindy ist für Freitag geplant. Doch er liegt einen halben Tag hinter dem Plan. Die Unfälle und Staus haben seine Geduld bis aufs Äußerste strapaziert. Du setzt dir ein Ziel und dann stehst du hier und nichts läuft. So, nachher bist du wieder nur am Rotieren, dass das einigermaßen passt heute. Bei allem Stress hat er seine Hilfsbereitschaft nie vergessen. Und seinen Humor hat er sich bewahrt. Noch. Aber wenn wir stecken bleiben, haben wir gleich einen Parkplatz. Kühlzug komplett auf der Seite gelegt. Die ewige Parkplatzsuche und der schwere Unfall haben ihn den letzten Nerv gekostet. Jetzt ist einfach nur noch Feierabend. Ich will nur noch mein Bett und Schluss für heute. Kai ist heute schon 4,5 Stunden unterwegs. Er muss jetzt 45 Minuten Pause machen. Er weiß, wenn nichts dazwischen kommt, ist er heute Abend zu Hause, wie er es seiner zukünftigen Frau versprochen hat.
Aber aus Erfahrung weiß Kai auch, dass er es nicht schafft, wenn nur eine Kleinigkeit passiert. Zudem plagen ihn wieder Rückenschmerzen. Seit Jahren hat er es an den Bandscheiben. Kai ist sparsam. Eine Bockwurst für 3 Euro ist ihm zu teuer. Nudelsuppe für 79 Cent muss genügen. Seine letzte Scheidung war teuer. Kai, aber eigentlich verdienst du doch gar nicht so schlecht. Nee, du, so, der Halt, das ist top, würde ich jetzt mal sagen. Für meine Verhältnisse ist es wirklich top. Aber das sind eben Sachen aus der alten Ehe, die dazugekommen sind, die noch zu bezahlen sind. Und ich habe ein Haus, ein Kind muss ich noch bezahlen. Ja, da versucht man schon zu sparen. Ja. Also die Mittel sind begrenzt, sage ich ganz ehrlich.